Leider ist jetzt die Schmidtsprechen-Stadtteiltour mit meinem wunderschönen Bulli vorbei. Und es waren wirklich so schöne Erlebnisse. Beim allerersten Mal hier vor der Blutenburg, da hat es uns sauber gefroren. Das war am 16. Januar, Schneefall minus 10 Grad. Aber das kamen ja wunderbare Tage, wo wir durch München gefahren sind, bei strahlendem Sonnenschein. Und vor allem war toll, wirklich zu den Menschen hinzukommen und die Menschen in den Stadtbezirken zu treffen. So unterschiedlich die Stadtbezirke auch sind und so unterschiedlich die Menschen sind. Das war ein Wahnsinnsgewinn. Und es wird auch meine Politik immer durchziehen, immer nah an den Menschen zu sein. Es war wirklich toll, neben vielen bekannten Problemen, die ich natürlich entweder von früher her schon kannte und die immer noch nicht gelöst sind, oder die ich natürlich von Stadtratsvorlagen her aus der Theorie kannte, war es natürlich gut zu sehen, wie sieht es vor Ort wirklich aus. Und es war auch gut zu lernen, was gibt es noch zu tun, wo sind ganz neue Probleme aufgetreten. Und das ist entscheidend, dass man Politik für Menschen in den Stadtbezirken macht. Ich bin jetzt kein fanatischer CSU-Anhänger, aber wenn ich jetzt hier unseren Kandidaten so sehe, wenn ich Herrn Schmidt so vor mir sehe, habe ich wirklich das Gefühl, er könnte seine Worte wirklich halten, er könnte seine Versprechen auch einhalten. Er geht in den Stadtteil, er geht auf die Leute zu, er geht auf jedes Thema zu. Muss dabei auch nicht unbedingt bequem sein. Und ich muss sagen, er ist ein überzeugender Gesprächspartner. Man hat den Eindruck, er nimmt sich der Bürgeranliegen an. Er geht nicht mit vorgefassten Meinungen auf uns los. Das hat uns eigentlich schon gefallen. Das ist immer gut, wenn man die Leute ein bisschen näher, also von der Nähe sieht. Und das ist immer eine gute Sache. Bei fast jedem Schmidtsprechen in jedem Stadtbezirk war natürlich das Thema des bezahlbaren Wohnraums ein großes Thema. Das ist eine Sorge, die die Menschen echt umtreibt oder sogar schon betrifft. Ja, die ansteigenden Mieten, die ansteigenden Immobilienpreise. Aber auch bei fast jedem Schmidtsprechen haben mir meine Fachleute vor Ort gezeigt, wie es in den Schulen ausschaut. Und wenn man da mal in 17, 18, 19, 20 Schulen war, und überall sieht man, dass Toiletten nicht saniert sind, dass zu wenig Räume da sind, wie die Räume teilweise ausschauen, dass Mensen fehlen für die Mittagsbetreuung, dann merkt man wirklich, was dringend erforderlich ist in München. Ich habe mich beschäftigt mit der Kinderbetreuungssituation, weil das die Menschen vorgetragen haben. Und dann immer wieder auch Fragen des Verkehrs, wenn neu gebaut wird. Wer kümmert sich eigentlich dann darum, wo der Verkehr fließt? Wer kümmert sich um die Menschen, die schon da wohnen, um die angestammte Bevölkerung? Und dann natürlich das wichtige Thema städtische Kliniken. Viele Menschen sind in Sorge bei dieser jahrelangen Misswirtschaft. Die sagen, es braucht endlich einen, der das anpackt und dem wir das zutrauen. Und was alle Themen durchzogen hat, war immer, wir wollen als Bürger mehr gefragt werden. Wir wollen beteiligt werden, wir wollen früher informiert werden bei wichtigen Bauvorhaben. Wenn Wohnungen gebaut werden, was alle einsehen, dann aber bitte so, dass man uns auch mitnimmt, dass wir als Bürgerinnen und Bürger dabei sind. Also die Bürgertransparenz, die Bürgerbeteiligung, das war vielen ganz wichtig. Und sie wollen diesen alten Filz nicht mehr, sie wollen diese alten Verkrustungen nicht mehr. Das alles gibt mir ein gutes Rüstzeug, das jetzt entschlossen anzupacken.
So, dann machen wir mal einen kurzen Tontest. Eins, zwei, check. Er meint mich, will meine Stimme testen, ob die auch ausreichend erotisch klingt. Ja. Gestern extra etwas mehr getrunken und ein bisschen mehr geschrien, damit es besser klingt. Ja. Also ich spiele jetzt die neue Hauptrolle in dem neuen Film Der Rächer. Der Enterbten oder was darfst du diesmal sagen? Räche alles. Im Garten auch? Auch im Garten, klar. Genau, das ist dann die eigentliche Rolle, auf die ich dann von meiner Frau wieder reduziert wäre. Der Rächer im Garten.